Das Handy holen. Oder hier rausgehen. Schlimm, schlimm mit der V-Leute heutzutage. Man kann auch nichts gegen tun. Der zweite war ein Crit. Auf jeden Fall habe ich ordentlich Kohle. So, welche Stadt ist noch leicht zu betreten, wo auch gleich ein Händler ist? Fort Condor laufe ich nicht gerne, weil man da mal hochklettern muss. Das dauert immer so ewig. Der Schokobo-Weise hat keine Sachen. Und die Stadt im Schnee hat, glaube ich, erst recht nichts gehabt. Hier gab es keinen Händler. Aber ich kann ja mal wieder hier hingehen, auch wenn ich mittlerweile ja alle Schokobos habe. So sagt einem doch immer mal wieder neue Sachen. Ach richtig, du brauchst eine Zeonus. Also lass mich mal sehen, soweit ich mich entsinne, ist die Zeonus. Wo konnte man die nochmal finden? Ich kann mich nicht erinnern. Tudum. Aber wieder eine Information mehr für das Mädchen. So, dann die Stadt. Ach ja, hier kann ich ja nicht landen. Ich brauche eine Grünfläche. Da. Ach ja, ich habe ja trotzdem mein Chocobo. Ich kann ja den kürzesten Weg hier gehen. Das da hinten ist das Inn. Das war das Gasthaus. Nee. Welches Gebäude kommt noch in Frage? Ganz links vielleicht. Aber hier zu dem Jungen könnte ich immer wieder gehen, der mir so bereitwillig sein Skateboard geschenkt hat. Ich wollte im Snowboarden noch besser werden. Ah ja. Das wird jetzt nichts mehr. STR Stärke. Opa, wach auf! Ja, mein Kunden! Willkommen. Schön, dass du gekommen bist. Hat aber leider nur Waffen. Schade, schade. Dann bleibt ja fast nichts übrig. Gucken alle hinten zum Gipfel. Ach, Nibelheim und so kann ich ja auch noch. Ach, ich gehe mal zur Chinesenstadt Wuteng. Ich hoffe, die können mir helfen. Die haben wahrscheinlich nur Waffen. Die Tante da hinten hatte die Dings. Die freundlichen Sachen. Huch. Ah. Hier war das Gasthaus. Hier war das Geschäft. So, mal hoffen, dass ich das kriege, was ich will. Keine Materie. Ach Manno. Ich habe mir das nicht eingebildet. Ich weiß, dass es sowas gibt. Engel hieß das, glaube ich. Und auf der nächsten Stufe war es Erzengel, dann würde es mehrere Charaktere wiederbeleben. Oder bin ich jetzt in irgendeinem falschen Final Fantasy-Universum? Naja, ich klappere noch schnell die anderen Städte ab. Die Hälfte habe ich jetzt schon. Kann mich gar nicht erinnern, dass sie überhaupt eine Materie-Geschäft sein kann. In
Waffenladen. Aber vielleicht hat er zwei Shops. Waffen und Zubehör. Nee. Da ist noch ein Schild davor. Objektladen. Hm. Doch, die hat was. Schutz, Schluss, habe ich auch noch nicht. Huch, jetzt habe ich sogar zweimal gekauft. Aber nicht das, was ich suche. Schutz, das hatten wir doch eigentlich hier als Zustandsmateria. Achso, das ist nur eine Kneipe. Viel Auswahl gibt's nicht mehr. Nibelheim. Objekte? Hm, hab ich mir fast gedacht. Das Ende, das Ende, das Ende! Komisch, komisch. Das Geheimnis von Nibelheim. Hätte ich gewusst, dass die sowas Interessantes sagt, dann hätte ich von Anfang an vorgelesen. Na, der hat eigentlich nichts. Das ist ja nur das Gasthaus. Hm, kein Waffenladen? Das waren ja Wohnhäuser. Tja, dann bleibt mir nur noch Fort Condor. Ach, ja, Fort Condor und der Junon-Hafen. Aber davon in der oberen Region. Die werden das nicht haben. Aber ich es verpasse, nur weil ich nicht hier hingehe. Frage ich doch hier lieber. Haben gar nichts. Deine Geschichte interessiert mich jetzt nicht. Verwandlung habe ich sogar dreimal. Und du hast bestimmt Waffen, so wie es aussieht. Super Dieb. Ach, jetzt weiß ich, was Schutz war. Ich habe mich sogar schon gewundert, denn ich hatte damals im Kampf gegen Sephiroth einige Sachen nämlich benutzt. Zum Beispiel ist Schutz eine Barriere. Der normale Schutz ist Barriere gegen... Na? Physische Attacken. Und dann gibt es noch Z-Barriere, was gegen magische Attacken ist. Und dann gab es, glaube ich, noch eine dritte Ultima, das dann alles ist. Ja, vielleicht der Typ, den ich brauche. Hm, nichts, was ich nicht schon mindestens einmal habe. Schade, ich wollte eigentlich gegen den Fußball schießen. Wie sie sich alle über das Ende der Welt freuen. Ja, es ist blöd, dass Goldsauce dazu hat. Ich will spielen. Oh, hier lang muss ich. Das war eigentlich auf diesem südlichen Zipfel. Ach so, der Tempel, der weg ist. Fort Condor. Ich bin
bezweifle, dass es hier ist. Und in Julon laufe ich mich ja halb zu Tode bei den ganzen Geschäften. Aber ich habe wahrscheinlich keine andere Wahl. Das ist auf jeden Fall eine Fähigkeit, die man haben sollte. Gerade der Highlander-Truppe. Das ist schon essentiell wichtig. Auch wiederbeleben zu können, ja. Vor allem, wenn man jetzt so eine Gegner hatte, die instant töten können. Und das scheinbar gar nicht so unwahrscheinlich, wenn da beim zweiten Versuch gleich 2 von 3 Leuten sterben. Und der Drache hat auch ordentlich Schaden ausgeteilt. Ja, ich spreche auch nochmal mit ihm. Aber eigentlich gibt es immer nur einen Materialladen. Ja. Ich hab dich nicht angesprochen. Ich hab die Treppe angesprochen. Naja, jetzt bleibt nur noch Yunan über. Keine Wahl. Oh, da ist das erste Weapon. Ich speichere mal, ich kann dir mal spaßenshalber reingucken. Ich wusste gar nicht mehr, dass das dann hier auftaucht. Nein, habe ich gar nicht gedrückt. Hoch. Aus der Luft. Ach genau, und dann musste man es rammen. Das war das Schwächste von allen, soweit ich weiß. Deswegen machst du auf jeden Fall... Achso, dann kann ich erstmal Hast machen. Was kann sie machen? Sid hat Limit. Ach ja, ich habe ja noch Ultra. Ultima. Sie könnte einen starken Zauber machen. Das tut sie auch. Und er macht Komet. 2. Drachensprung. Ui, 5000 Schaden. Mach ich doch gleich wieder. Mindestens 4 Mal waren es, also 8800 Schaden in etwa. Nach dieser Attacke werde ich auf jeden Fall seine Ultima-Fähigkeit benutzen. Also was heißt deine? Den Ultima-Zauber mit Quattro-Zauber kombiniert. Ah, okay. Einmal 1800 hätte ich mich ganz schön schwach gefunden. 5 Mal. 6 Mal. 12.000. War's das schon? Oh, du bist ein Lulli. Eine einzige Runde hat er gegen mich überlebt. Nichts bekommen. So, jetzt musste man ihn rammen, wenn ich mich nicht irre. Was für eine Kraft. Glaubst du, ich gebe so einfach auf? Was für ein fieses Wendemanöver. Bam! Oh, schon wieder. Das ist fies. Wirklich 180 Grad Wendungen. Immer dann, wenn ich ihn fast hatte. Oh, das war knapp. Das ist auch der Freund, der uns angegriffen hatte bei Midel unten. Bei der Stadt, da beim Ursprung.
Ich hoffe, ich mache jetzt das richtig, aber es war irgendwie so. Und irgendwann hat er keinen Bock mehr gehabt und ist gelandet und dann hat man ihn...